Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars auf unserem Kanal. Endlich mal wieder 2 Tage hintereinander. Und die nächsten Tage wird jetzt auch Bed Wars kommen, wenn ihr gestern richtig zugehört habt. Also zumindest werden Videos kommen. Ob nur Bed Wars kommt, das weiß man jetzt vielleicht nicht. Vielleicht habe ich auch schon was anderes geplant. Mal gucken, auf jeden Fall gibt es wieder täglich Videos und das jetzt die nächste Zeit. Also durchgehend Videos, endlich. Leute, endlich wieder der alte Kanal. Wie ihr seht, spielen wir nochmal Quick Bed Wars auf dem Map Roden oder Rodden. Aber ich denke eher Roden. Nochmal Quick Bed Wars, einfach weil gestern habe ich das erste Mal gespielt, war noch nicht so richtig drin in dem Spiel. Versuchen wir jetzt einfach mal diese Runde besser zu machen. Und ja, mal gucken, dass wir diese Runde vielleicht auch mal gewinnen dann. Ich weiß jetzt ungefähr, wie es abläuft, dass die Zeit halt dafür da ist, um das Bett wieder zu verlängern. Nach 4 Minuten 40 ja, sind jetzt noch, wird das Bett halt abgebaut. Und dann. So sieht's aus. Ne? Das sind die grundsätzlichen Regeln. Zeit, very important. Die Uhren direkt einsammeln, das ist wichtig. Zack, springen wir mal hier drauf. Und gucken, dass wir mal unsere Zeit direkt hier verlängern können und uns direkt einen Vorteil geben. Würde ich sagen. Einmal kurz hier hochhuschen und direkt mal komplett wieder aufladen. Auf 5 Minuten waren das fast. Was ziemlich nice ist. So, er will hier durchkommen. Oh, er ist bei mir. Leute, ich bin schon wieder richtig ausgerastet. Er war bei mir, meine Damen und Herren. Da merkt ihr wieder, die guten alten Wertwurfszeiten sind am Starttor. Ist wieder so dumm wie immer. Aber es hat ja dann halt auch schon Tradition. Ich sehe nichts mehr, danke. Lass mich mal überholen, weil ich... Okay. Weil ich wollte gerade sagen, ich bin ein bisschen schneller als du. Dem war dann doch nicht so. So, du wirst getötet, zerstört. Boah, du wirst kritisch, dich zu zerstören. Okay, wir haben ihn. Und wir sind auch tot. Warum macht man denn hier so... Ach, alle Schwerter haben Rückstoß irgendwie. Deswegen macht man so enormen Knockback. Ja gut, das ergibt Sinn. Schade, ich hätte die Uhren vorher einsammeln sollen. Also generell, auch wenn ich nicht zurück... Da hat man jetzt ein schönes Flugzeug im Hintergrund, weil mein Fenster auf ist. Generell auch, wenn ich es nicht schaffe, die Mitte... Oder halt die Uhren wieder zurückzubringen, sollte ich sie nächste Mal einsammeln. Kenne ich ja eigentlich auch schon aus alten Bed Wars Zeiten, dass ich dann immer das ganze Gold eingesammelt habe. Das ist nicht unser Bett. Aber irgendwie vernachlässige ich die meisten Sachen so, die ich irgendwie im alten Bed Wars gelernt habe. Natürlich, oh der gelbe, ah schade. Natürlich, die Turmtaktik bringt in Quick Bed Wars eigentlich gar nichts, weil die dauert einfach zu lange. Es dauert einfach zu lange, sich da hochzubauen und dann halt von oben aus zu agieren. Das dauert echt zu lange. Deswegen machen wir hier mal, entdecken wir einfach hier mal neue Taktiken und also was. Wir gehen ja nach Hause, haben 40 Sekunden für unser Team geholt, dadurch, dass wir die 4x10 Uhren hier haben. Also 4x die Uhr. Also 4x10 Sekunden, ne? Ist klar, denke ich, das Prinzip, was ich hier verfolge. Meine Rechnung. Wir sind Team Gelb, haben 3 Minuten 50, damit mehr als die anderen Teams. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das Gold lasse ich mal hier, kann sich irgendjemand ein Diamantschwert von kaufen, wenn er denn möchte. Grün braucht keine Uhren mehr, weil ihr Bett schon kaputt ist. Blau kommt jetzt mit aller Gewalt. Mal gucken, dass wir den einen hier... Na, wir konnten keinen töten. Ich muss aber sagen, meine Skills kommen so langsam wieder. Also vor allem die Fähigkeit, Kombos auszuteilen. Da bin ich ganz glücklich drüber, weil das gibt natürlich in der 1.8 hier noch einen echt großen Vorteil. Hotkey funktioniert natürlich immer noch nicht. So muss das sein. Also so muss das nicht sein, weil ich hätte gern meinen Hotkey wieder. Zack. Jetzt hört man ein zweites schönes Hintergrundgeräusch. Da haben wir gerade nochmal Speed abgestoppt. Und zwar die Kirchenglocken von der Kirche, die hier in der Nähe ist. Schade, da wollte ich ihm wenigstens noch die Uhr wegschnappen. Hat nicht mehr funktioniert. Wir sind bei 2,50, damit die meiste Zeit. Aber ich denke, Team Blau wird gleich ordentlich auffüllen können. Nochmal. So, dass wir uns langsam echt mal darum kümmern müssen, dass wir mal wieder eine Uhr bekommen. Schätze schon echt was von Wichtigkeit. Oh Mann, war das knapp. Oh Mann, aber er hat auch so dumm gespielt. Ah, schade. Gibt es Rettungsplattformen? Ich weiß es gar nicht, weil hier sieht so aus, ne? Okay, das wird kritisch. Mhm.
Der schöne Rückschuss von dem Schwert. Oh Mann, Alter, ich kann wieder Kombos austeilen irgendwie, aber... Ach, keine Ahnung. Ein bisschen üben muss ich noch, ne? Ein bisschen üben, um wieder in die, in das alte Spiel... Lol, ach, da ist mein Schwert. Um wieder in das alte Spiel, wie heißt das? Spielgewohnheit reinzukommen. So, damit haben wir ihn abgestaubt, das war wichtig. Ihn können wir... Er ist ein bisschen abwesend, hatte ich das Gefühl. Also abwesend wird das schon ganz gut beschreiben. Team Blau ist im Moment von der Zeit her vorne. Was ich natürlich nicht gutheißen kann. So, wir haben den Low Ground und haben ihn auch. So, jetzt müssen wir ihn noch holen. Das sollte kein Problem sein. Ey, lol. Ich bin gerade ein bisschen impressed von mir selber, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich... einfach, boah, der Sprung war auch nice, weil ich einfach so gut wie lange nicht spiele. Also, wenn man die Folge mal mit der Folge gestern vergleicht, 20 Sekunden kann ich unserem Bett hier nochmal drauflegen. Das heißt, wir sind wieder bei 1,5 Minuten. Die haben noch eine halbe Minute Vorsprung. Okay. Ihr merkt schon, das ist ziemlich hektisch alles. Also, man hat immer was zu tun. Ich rede die ganze Zeit einfach komplett durch. Hoffe, damit simuliere ich die Stimmung hier von Quick Bad Wars ganz gut. Falls ihr es noch nicht selber gespielt habt oder nicht selber spielen könnt oder was auch immer. Weiß ich ja nicht, ne, meine Freunde. So, wir machen hier erstmal uns ein paar Teppiche hin, damit wir immer schön schnell unterwegs sind. Zack. Und natürlich hier auch noch einer in die Base. Ich würde sagen, hier. Da war ein Roter in unserem Bett. Das ist uncool. Na, du killst keinen von uns. Lol, das war knapp. Okay, kritisch. Aber wir haben ihn geholt. Ich wollte halt kurz den anderen Fokus, weil ich selber keine Rüstung hatte. Und dann halt voll draufgehen, so wie ich das auch gemacht habe. Und der Plan ist aufgegangen. Es war knapp, aber der Plan ist aufgegangen. Also, du bist weg. Junge, der Rote. Einer von den Roten ist irgendwie geistesabwesend. Ich gehe jetzt mal... Ich wollte gerade sagen, ich gehe jetzt mal rot auschecken. Aber damit ist das Bett von Rot dann auch weg. Ich hole mir jetzt erstmal eine Rüstung. Bam. Okay. Und ein Eisenschwert. Weil ein Diamantschwert kann ich mir nicht leisten. Und ein Eisenschwert reicht mir auch erstmal. Da kommen die Roten. Das ist doof. Kommen hier lieber runter. Und wir töten die alle. Schön down hier. Okay, die Roten sind jetzt ein bisschen in der Zwickmühle. Du bist tot. Und der eine kauft nur. Ich hätte gerne hier einen Sprachchat, damit ich dem mal schreiben könnte. Bruder, die sind da oben. Oben. Einfach nochmal, damit auch wirklich... In 7 Sekunden ist das Bett von Team Blau weg, wenn die es nicht schaffen, das aufzufüllen. Es wäre echt nice, wenn das weggeht, dann könnten wir den da direkt vernichten. 2, 1, bumm. Die Border verkleidert sich. Ach, das passiert auch noch, ey. Holy shit. Holy shit, die Border verkleinert sich. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, dann lass uns mal... Wir müssen eigentlich in die Mitte, sonst schaffen wir das nicht, oder? Wobei, wir können oben rumgehen. Was eine Idee wert wäre. Lass uns das mal ausprobieren, komm mit. Wir checken das mal aus. Gucken, ob das irgendeinen Sinn ergibt oder nicht. Weil oben rum können die jetzt halt nicht campen. Und so langsam wird es dann auch Zeit, vielleicht, dass der eine von unten kommt und ich gleichzeitig von oben, wäre eine Strategie, würde ich sagen. Nur ich kriege 4 Milliarden Fall Damage, wenn ich hier oben rumkomme, deswegen mache ich das einmal so, zack, zack. Okay, damit haben wir den ersten. Das war mal eine Attack, Leute, das war eine Attack. Okay, er kommt. Jetzt sind wir schon mal im Vorteil, weil das war eine krasse Attack von mir. Ich habe den Zeitpunkt gesehen, wenn ich da hin muss, und den habe ich wahrgenommen. Wir sollten da zu dritt runter gleich. Okay, die haben dann wollten mich austricksen. Bin ich nicht drauf reingefallen, muss ich sagen. Habt ihr schon gesehen, dass der sich mit F5 ein bisschen umgeguckt hat? Okay, komm, den holen wir jetzt. Okay, vergiss es. Lass die da reinlaufen.
die Border. So, wir können Tschüss zu denen sagen, weil die müssen gleich wiederkommen. Und dann holen wir uns die. Die Border kommt. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Das sind selbst mal wieder. Also einer von uns sollte zumindest hochgehen. Wobei, wir sollten einfach unten alle warten und uns halt auf den Showdown gefasst machen und die dann töten. Kommt runter, Leute. Kommt runter, kommt runter, kommt runter, kommt runter. Hilfe. Bros, helft mir. Helft mir, box sie. Box sie, tötet sie. Jawohl, sehr schön. Und jetzt noch einer. Den kriegen wir auch noch, Leute. Den kriegen wir auch noch. Ich will nicht sterben. Deswegen verkrieche ich mich mal hier. Ich hoffe, ich bin nicht das erste Opfer. Ich meine, wir befinden uns hier komplett im Mittelpunkt, deswegen er sollte zuerst sterben. Und er nimmt sich gerade noch mehr Fall Damage in Kauf. Ja, ich werde einfach hier in der Mitte stehen bleiben. Die Border ist jetzt so winzig schon, also die Map. Die Border ist noch gleich groß, aber... Nein, auch nicht gleich groß. Egal, Leute, ich labere einfach nicht so viel Scheiße. Okay, er will doch nicht den Fall Damage bekommen, er will jetzt da drauf springen. Kriege ich auch noch ordentlich Fall Damage und muss sich gehörig beeilen. Jetzt muss er runterkommen. Und Torm is waiting for him to kick him off the platform. So, die Border ist da bei dir. Tu was. Sonst stirbst du sowieso. Oder ich weiß nicht, schieb die ein? Okay, er sollte jeden Moment kommen. Ich hoffe, meine Mates sind am Start. Na, sie gucken einfach irgendwo hin, alles klar. Wird die Border nicht kleiner irgendwie? Ich glaube irgendwie die Border wird nicht kleiner. Warum wird die Border nicht kleiner? Was soll der Shit? Die Border muss kleiner werden. Ey, sonst kann er sich doch da vercampen, das ist doch gemein. Komm, bringt nichts, weil du es nicht in den All-Chat geschrieben hast. Jetzt komm, mach doch was. Mach doch was. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich baue mich zu dem hin. Hallo. Er hat mich so lange angeguckt, dann dachte ich, gucke ich mal zurück. Er baut sich halt noch höher. Okay, er will zu mir kommen. Vorsicht. Lasst euch nicht aus der Arena boxen, das wäre mies. Mein Gott, jetzt komm doch mal runter da. Mach doch mal was. Kann doch nicht wahr sein, dass du die ganze Zeit einfach gar nichts machst. Also er gibt sich zumindest nicht damit zufrieden, dass er verloren hat. Bei einem 3 gegen 1. Das finde ich ist generell eine ziemlich gute Einstellung, bis dann der Torben kommt und ihn tötet. ja, würde sagen GG und well played an mein Team. Wir haben wieder eine Auszeichnung bekommen. Kriegen ziemlich viele Auszeichnungen in dem neuen Spielmodus. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann freut mich das. Nein. Ich bin froh einfach, dass wieder regelmäßig Videos kommen. Das like ich. Und ich... Das ist jetzt eine Überleitung, pass auf. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich auch gerne ein Like da lassen. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und würde mich auch über einen Kommentar von euch freuen, einfach wie ihr es wieder findet, dass Videos kommen. Ihr könnt auch gerne Fragen in den Kommentaren stellen. Ich habe immer noch nicht das Frage- und Antwort-Video gemacht, was ich auch machen will, weil ich einfach Bock drauf habe. Und sonst, falls ihr Bock habt, könnt ihr gerne abonnieren. Würde mich freuen. Dann verpasst ihr auch kein neues Video mehr, die ja jetzt wieder täglich um 14 Uhr kommen. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.